Hallöchen Leute, willkommen zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe ziemlich Bock auf dieses Spiel und ja, eigentlich bin ich nicht wirklich gut in Isaac. Ich habe es auch noch nie wirklich viel gespielt. Trotzdem finde ich es eigentlich ziemlich interessant. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich werden hier sowieso nicht so die Leute zuschauen, die so mega die Hardcore-Isaac-Fans sind. Für die ist das nämlich ganz bestimmt nichts. Und ja, ich mache das hier einfach mal ein bisschen zum Spaß. Ich habe einfach Bock drauf. Und ja, es geht jetzt nicht so ums Gameplay. Ich habe einfach Bock drauf und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wir nehmen Isaac. Und ja. Die Binding of Isaac sollten eigentlich, denke ich, alle kennen. Und ja, ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier oben das Item. Und hier, Mom's Wig. Hier noch so eine Sache, ich kenne mich eigentlich mit den Items nicht wirklich aus. Ich mache hier einfach mal das Feuer aus, da bekommen wir manchmal noch ein paar Münzen. Genau, hier. Und ja, da ist auch eine Spinne irgendwie rausgekommen. Wäre natürlich jetzt ganz schön blöd, wenn die uns was abzieht. Ne, warte, können die uns was abziehen? Guck, ich bin hier ziemlich der Noob. Ich weiß gar nicht, ob das... Ne, das sind keine bösen... Nenn ich es einfach mal bösen Spinnen. Die tun uns nichts. Das ist ziemlich praktisch, ich glaube, die helfen uns sogar. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Das hier ist zum Beispiel aber schon mal nicht so... gut. Das muss ich mal zerstören oder töten. Ich weiß nicht, habe ich die Musik irgendwie ausgeschaltet? Genau, daran liegt das. Mit Musik ist natürlich besser. Okay. Ich möchte jetzt natürlich trotzdem gucken, dass ich nicht irgendwie direkt und zum Viech geklatscht werde und mega die Herzen verliere. Das wäre natürlich suboptimal. Gut, wir haben es geschafft. Da ist auch ein Schlüssel aufgetaucht. Wir könnten also direkt in diesen Raum hier gehen. Aber ich gehe erstmal hier lang. Okay, diese grauen Teile greifen uns nicht an. Die blockieren uns nur quasi so ein bisschen. Das Teil greift uns scheinbar auch nicht richtig an, aber sollten wir auf jeden Fall töten, um wieder rauszukommen. Okay, wir haben es geschafft. Eine Bombe, das ist auch nice. Okay, das ist schon ein bisschen gefährlicher, weil die auf uns zukommen. Aber es geht auch eigentlich noch voll klar. Oh. Nein, das ist eine Trollbombe. Ich nenne es einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, wie die Items wirklich alle heißen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Ich habe einfach, wie gesagt, ziemlich Bock auf Isaac. Und ja, mal sehen. Ist jetzt so eigentlich ein Langzeitprojekt, weil ich weiß noch nicht, wie lange wir das jetzt hier machen werden. Aber es soll jetzt natürlich nicht zu kurz gehen. Es soll jetzt nicht nur ein Part kommen. Also es sollen schon ein paar Parts kommen. So, und das sind wir auch beim ersten Boss. Monstro. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das hier für einer ist. Den kenne ich zum Beispiel jetzt nur noch gar nicht. Oh ne, die haben mir schon ein Herz abgezogen. Das ist jetzt natürlich noch nicht so schlimm. Aber das ist doch was ziemlich Blödes, sehe ich gerade. Das Aufnahmeteil, also meine FPS-Anzeige nenne ich es einfach mal. Im Spiel, die ist genau über meinen Herzen. Ich sehe nicht, wie viele Herzen ich habe genau. Das ist ein bisschen super optimal. What the fuck? Ich habe mit Action aufnehme und nicht mit OBS oder so. Gut, also wir haben noch nicht so viel abgezogen. Das Blöde ist halt, er schießt extrem viel Blut. Und das ist halt gefährlich. Wobei es eigentlich gerade noch voll geht. Okay, wir sind auch noch ganz am Anfang, also ist es noch nicht so schwer. Nehme ich jetzt einfach mal an. Okay, er hat uns wieder was abgezogen. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie viele Herzen wir haben. Aber gucken, dass wir ihn vielleicht töten. Oh, nee. Komm, wir können das auf jeden Fall schaffen. Ich hoffe einfach auch, dass wir es schaffen. Jetzt haut er aber auch raus, Alter. Oh. Okay, er ist jetzt schon richtig wild, aber wir haben ihn auch gleich. Da haben wir ihn. Nice. Gut. Oh, und Herzen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie es aussieht, ob wir wirklich so wenig haben, aber ist auf jeden Fall schon mal gut. Erstmal in die nächste Stage. Wollen wir uns das hier anschauen? Können wir eigentlich machen. Ja, Isaac hatte scheinbar kein schönes Leben. Hatte also eigentlich... Ja, Isaac hat einfach kein schönes Leben. Es ist eigentlich einfach ein trauriges Spiel. Oh je.
Hier zum Glück ist da jetzt nur ein Kothaufen rausgekommen. Was? Von was wurde ich getroffen? Wurde ich von dem einen Teil getroffen? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt echt nicht. Okay, wir machen erstmal das schwarze Loch kaputt. Sonst kommen hier zu viele Monster raus. So, und hier kommen nochmal Fliegen raus. Die einen by the way auch töten können. Das finde ich ziemlich strange. Gut. Aber da haben wir alles. Da gab es leider nichts für uns. Okay. Oh Mann, die Fliegen. Die sind halt so schnell. Das ist ein bisschen blöd bei den Fliegen. Oh nee, als ob ich da reingelaufen bin. Das ist ein bisschen peinlich eigentlich. Schon fast. Ich weiß auch nicht, ob ich gut bin in dem Spiel. Ich glaube nicht so. Aber ich bin auch komplett Anfänger. Von daher ist das, glaube ich, okay. Und vielleicht ist dieses Let's Play ja quasi hier auch hilfreich, um ein bisschen besser zu werden. Weil eigentlich ist es ein Spiel, das macht mir ziemlich viel Spaß und deswegen würde es sich, denke ich, lohnen. Okay, jetzt hat der unten uns ein bisschen was abgezogen. Ach Mann, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich das am besten mache, weil ich halt echt keine Ahnung habe, wie viele Herzen ich habe. Und ich glaube, ich habe vielleicht nur noch ein halbes oder eins. Okay, wir haben es geschafft. Die Flamme mache ich auch mal kaputt. Gut, das nicht. Oh, fuck! Fuck! Okay, ja, gut, ist er tot. Schade! Okay, dann müssen wir restarten. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Gut, hier haben wir eigentlich nur Code als Gegner. Und die Teile blockieren uns halt mal wieder ganz schön. Das ist nervig. Gut, wir haben hier eine Bombe und hier haben wir ein Item. Moms Parfüm. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir haben nur noch ein Auge. What the fuck? Okay, schnell die schwarze Löcher kaputt machen. Natürlich trifft mich die Spinne. Das ist richtig schlecht, Alter. Vielleicht kommt hier... hier kam nichts raus. Schade. Eine Bombe haben wir wieder bekommen. Geh mal hier lang. What the? Ah, da ist ein Herz. Jetzt noch eine Sache, die ich mich frage. Vielleicht kann das mir einer von euch in die Kommentare schreiben. Kommen hier aus den Teilen auch mal irgendwie Sachen raus wie Items? Also wenn ich die mit einer Bombe wegsprenge? Da habe ich nämlich keine Ahnung. Okay, alle der Verluder, die verlieren aber viel Blut. Fuck. Okay, aber die sind schnell down. Ein Schlüssel und Geld. Oh. Wie viel Geld haben wir? 2 Münzen, damit können wir uns nichts holen. Und jetzt? Wow. Ich habe 2 Münzen hier reingetan. Super. Okay. Dann gehe ich mal wieder hier hoch. Nee, warte, wo waren wir noch nicht? Also, wir waren hier aber jetzt schon überall, oder? Wahrscheinlich gibt es hier noch einen Durchgang irgendwo. Ja, genau, hier, der Boss. Okay. Ein neuer Boss. Ja, ich dann trotzdem relativ schnell dann. Haben wir es vielleicht, schaffen wir es vielleicht doch nochmal in die zweite Stage. Die würden wir dann aber dementsprechend erst im nächsten Part machen. Denn ich möchte die Parts hier natürlich auch nicht in die Länge ziehen. Okay, der verliert halt die ganzen Fliegen, Mücken. Aber er ist gleich schon down, also das könnten wir eigentlich schaffen. Frage ist halt, wenn er down ist, sind dann auch die Mücken down? Fuck. Mann, ich verliere halt so unnötig manchmal Herzen.
Okay, die Mücken sind noch nicht down. Aber die haben ja auch gleich easy. Und das noch, komm. Warum stirbt's nicht? Jetzt. Gut. Yep, HP ab. Das ist cool. Und damit sind wir in der zweiten Stage. Wieder einmal. Und what the fuck? Leute, ich würde sagen, damit endet der erste Part von The Binding of Isaac. Und wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten wieder. Ciao!